Ganz sensible. Das sind Amira, Sunny und Shoki. 1,50 Meter groß und 400 Kilo schwer. Die drei sind aber keine gewöhnlichen Pferde. Sie sind Coaches. Ihre Klienten, Zweibeiner, die sich selbst besser kennenlernen wollen. Durch nonverbales Kommunizieren lösen sie gemeinsam Aufgaben. Weil man einfach generell als Mensch mehr innere Klarheit haben möchte. Was tut mir gut? Wie kommuniziere ich authentisch und damit erfolgreich? Wie bleibe ich gut bei mir? Und dadurch ist man einfach auch dann von seiner ganzen Ausstrahlung her, von seinem Auftritt her, von der nonverbalen Körpersprache her, ist man viel klarer. Denn die Pferde spiegeln das Verhalten der Menschen wider und zeigen Schwächen auf. Das hilft bei privaten Entscheidungen oder Schwierigkeiten im Team. Fast immer geht es um Kommunikation. Die spiegeln genau in der Sekunde, was man aussendet und was man dadurch abruft beim Gegenüber. Und die Pferde zeigen das in der Sekunde und sehr ehrlich. Wir Menschen sind ja da teilweise nicht mehr so ehrlich, weil wir sich trauen oder weil wir glauben, das gehört sich nicht oder weil es auch nicht geht von der Hierarchie her. Und die Pferde zeigen das ganz ehrlich und reagieren dann auch entsprechend. Wir lernen also von den Tieren, wie wir uns besser durchsetzen, ruhiger bei Konflikten bleiben oder uns respektvoller behandeln. Die Pferde zeigen uns aber auch Stärken. Nur so entwickeln wir uns weiter, auch im Job. Beim Teamcoaching fällt immer wieder auf, dass die Teams oft viel zu schnell in die Lösung der Aufgabe starten und sich vorher viel zu wenig committen, viel zu wenig absprechen. Wie gehen wir es eigentlich an? Einen Plan, eine Strategie schmieden, auch wirklich die Rollen verteilen, auch wirklich, dass jeder weiß im Team, was ist meine Aufgabe. Und wenn die da so chaotisch reinstarten, dann ist sehr oft der Fall, dass das Pferd irgendwann einmal gelangweilt weggeht oder sagt, ihr habt keinen Plan, interessiert mich, da bleibe ich nicht bei euch. Das ist keine gute Teamenergie. Aspekte, die dazu geführt haben, dass diese Team-Performance so gut funktioniert. Irgendwann kommt in jedem Coaching der Erfolgsmoment, das sogenannte Ankerbild. Das merken sich die Teilnehmer, weil sie es selbst erlebt haben und spüren. Ein magischer Moment, der dann der Aufhänger sein soll in der weiteren Folge, dass man immer daran denkt, dass man in gewissen Situationen eine Handlungsalternative hat, dass man ein Verhaltensmuster ändern kann und dass man, wenn man sich genauso verhält wie damals in der Situation mit dem Pferd, dass man dann auch andere Reaktionen abrufen kann und dass man sich im Endeffekt wohler fühlen kann in Situationen. Eine besondere Ausbildung haben Amira, Sunny und Shoki aber nicht. Nur verlässlich und ohne Unarten müssen die Coaches auf vier Hufen sein. Vor den dreien muss sich also niemand fürchten. Teilnehmen kann jeder, auch ohne Pferdeerfahrung. Sie sollen nicht schlagen oder beißen oder sie sollen einfach halbwegs entspannt sein, also nicht wegen der Kleinigkeit jetzt irgendwie auszucken. Stur können sie trotzdem sein, das müssen sie auch, denn nur so helfen sie uns. Und wenn wir sie am Ende verstehen, ist das auch für Amira, Sunny und Shoki ein Erfolgserlebnis.